Ja, Herr Ehlinger, Wein und Fußball, wie passt das zusammen? Ja, es passt sehr gut zusammen. Ich war ja mal Tormann. Ja, beim Das Match, da werden Sie sicher noch einige erinnern können. Die haben nicht auf uns geglaubt, aber wir haben es dann geschafft. Also das Prohaska-Team gegen Krankel-Team, da habe ich alles aussetzt, was man so aussetzen muss aus dem Tor. Sport und Wein passt immer zusammen. Das ist ganz wichtig. Man muss es nur in Maßen genießen. Man sagt, der Bier hat einen hohen Elektrolytgehalt. Welchen Wein würden Sie denn empfehlen? Beim Fußballspiel, nach dem Fußballspiel natürlich. Naja, jeden Wein, der gut ist, das ist immer das Wichtigste. Ich glaube, dass einige Nährstoffe im Wein auch drin sind. Und von dem her, also bei mir hat es gewirkt. Ich habe jetzt am Wochenende zwei Rennen gehabt, habe alle zwei gewonnen und habe jeden Tag ein schönes Flaschel Wein am Abend getrunken. War perfekt für mich. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt vielleicht nochmal ganz ernsthaft wirklich, wie wichtig ist es, dass der Sport wieder funktioniert? Insgesamt für den, der sagt, trinkt ein gutes Glasl zum Fußballschauen oder für den, der natürlich auch als Sponsor auftritt? Ja, ist ganz wichtig. Sport ist einer der wichtigsten Themen in Österreich. Jeder schaut gern Sportler an, wie sie sich wirklich, wie sie um jede Medaille kämpfen, um jeden Platz kämpfen. Und das ist wichtig. Es ist auch eine Respektgeschichte. Manche, die keinen Sport machen, aber sie auskennen, mitreden wollen. Das ist das Schönste. Sport ist eine gute Verbindung insgesamt zwischen den Menschen.